Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Knights and Dragons German. Ich habe mir überlegt, hier oben seht ihr ja, dass ich nicht weit weg von meinem zweiten Hunderter bin. Wobei wir das hier, glaube ich, mal abbrechen. Und das eher hier unten mal probieren. Ich möchte mal schauen, ob ich jetzt es schaffe, mit euch zusammen 100 zu werden. Ja, wenn nicht, schreie ich ganz laut Punkt, 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 Punkt. Mittlerweile schaffe ich es sogar, zumindest mit dieser Besatzung, im Normalfall einmal hier durch die Epic Stage von Kingdom of Darkness zu kommen. Mit der Zweitbesetzung noch nicht, wobei ich das auch auf dem Handy noch nicht mit der Zweitbesetzung ganz schaffe, weil mir da einfach noch die Masse an guten Rüstungen fehlt, beziehungsweise die Rüstungen noch nicht hoch genug gelevelt sind, ja. Aber halt auf dem PC ist ja relativ gut ausgerüstet mit Rüstungen. Ja, und hier muss ich auf jeden Fall auch noch für die ersten Kämpfe irgendwas finden, was da besser passt, hier mit dem vielen Wasser. Und da wäre ja eine Wasserluftrüstung wäre ja vielleicht gar nicht so schlecht, ja. Dass man da mal guckt, dass man da vielleicht... das ging jetzt schneller als gedacht. Eigentlich dachte ich, ich müsste hier mindestens 2-3 Level... So, das ist jetzt das letzte Level, was man steigt mit Level 100. Gibt einen Schlüssel und es gibt plus 11 Rüstungen. Bin mir gar nicht sicher, ob ich das bei meinem Handy auch plus 11 Rüstungen hatte. Müsste ich nochmal die alte Folge gucken. Ja, die Werte sind mir relativ... Doch, ich glaube, das passt. Ist halt praktisch das, was ihr als Maximum dann haben werdet. Da ist auch wieder mein Typ wieder zugekommen. Aber ich glaube, das breche ich auch ab. Ich meine, ihr wisst, dass man da die Items bekommen kann, mit denen man schöne Rüstungen bauen kann. Ja, das war's jetzt eigentlich. Level 100. Hier nochmal My Knights. So sehen sie jetzt aus. Die Stats gehen jetzt nur noch durch die Rüstungen hoch. Ja. Vor allen Dingen hier muss ich noch ganz viel hinterherlegen, dass da noch was kommt. Und ansonsten mal schauen. Da es jetzt schon Spätabend ist, wie ihr unten an der Uhr seht, werde ich hier jetzt gerade nochmal lange Rüstung reinhauen. Und dann hat sich auch diese Sache erledigt. Gut, okay, ja, ich hoffe, ihr freut euch so sehr wie ich, dass Eid jetzt auch soweit ist. Was ich vorhin bei dem Video nicht gemacht habe, ich sammle natürlich hier mal die Gems ein, um sie einfach nicht verfallen zu lassen, wer weiß, was wäre, wenn. Und freue mich natürlich auch, wenn das hier dann noch voll wird. Und ich glaube, dann wird hier unser Eid auf dem PC auch langsam, wenn er wirklich noch diese Epic-Rüstung bekommt. Und wenn wir dann es noch ein bisschen weiter schaffen vielleicht, das wäre... Ja, mal schauen. Das wird bestimmt lustig. Gut, also, ich wünsche euch alles Gute. Hoffe, dass ihr auch bald auf 100 seid, weil ich finde, dann das Spiel erstmal so richtig anfängt, weil mit Level 100 kann man sich dann, und natürlich den richtigen Rüstungen, kann man sich dann Hoffnung auf die zweite Rüstung hier machen, dass man dann halt auch die Plus-Rüstungen dann craften kann und alles. Und jetzt mit dem neuen, wie soll ich sagen, mit dem neuen Quest praktisch, dass man da die Plusrüstungen haben soll, haben wir ja hier mit den Winter Kings, wo haben wir ihn denn? Winter Kings, genau, wo man dann die Dragon Armor bekommt, Aegis of the Dragon Plus. Die ist nicht wirklich schlechter als jetzt eine schwache Epic, so wie sie jetzt bei dem anderen angeboten wird. Also vor allen Dingen von den Werten her ist sie, von den Elementen her ist sie relativ gut. Und man konnte sie zumindest vor ein paar Monaten noch nicht durch Fusionen bekommen. Es gibt manche Rüstungen, die gehen nicht zu fusionieren, und es gab keine Fusion von Mono Erde und Mono Luft. Das wusste ich auch nicht, habe ich im Internet gelesen. Und dementsprechend konnte man die halt praktisch nicht herstellen, weil es einfach keine Möglichkeit gab, ja, eine Luft-Erde-Rüstung zu bekommen. Und wenn man sich hier unten, na toll, wenn man sich
Das ist mir jetzt auch egal. Also ihr kennt ja dieses Schaubild Luft, Erde, es liegt nebeneinander, wäre genau das, was ich immer ganz toll finde. Gut, also, Korkenknallen machen wir jetzt nicht, ist ja bald Silvester, aber ansonsten hoffe ich, es hat euch auch gefreut. Bis dann, euer Eid.